19. Januar 2019. Wir haben für ein neues Projekt uns so eine Schwebeplattform ausgesucht, wo durch Magnetkraft eine kleine Plattform schwebend in der Luft gehalten wird. Und zwar sieht das so aus, dass also hier zunächst dieses Teil, was an die Stromversorgung angeschlossen ist, dafür sorgt, dass die kleine Plattform, nämlich diese da, auch wirklich schwebt. Vorher wird so eine Schablone aufgelegt, genau in der Mitte justiert ist. Dann eine Ringschablone. Und dann kann ich diesen Magneten draufsetzen und der schwebt dann. Das sieht man hier sehr schön. Jetzt auch in der Mitte, dann kann ich das auch wegtun hier. Ja, und es schwebt. Und mit einer leichten Bewegung, also es ist ja keinerlei Reibung, kann man es in die Drehbewegung versetzen. So, nun stellen wir uns mal vor, wir nehmen diese kleine Plattform und bringen sie zum Beispiel in zwei größere, Einheiten, indem wir sie zum Beispiel einkapseln und mit Magneten versehen. Dann kann man hier dieses kleine Teil als Basis nehmen, um tatsächlich einen schwebenden Rotor zu bauen. Ja, man kann es auch noch drauflegen hier. Also diese kleine Plattform schafft ungefähr 200 Gramm. Das reicht völlig aus. Ja. Also man sieht es hier, es ist jetzt nicht genau in der Mitte, aber das macht nichts. So. Und schon hätten wir so eine Art schwebenden Rotor, der dann eingebaut wird. Das Ganze ist schon konzipiert, was sogleich im Nachfolgenden im Video eingeblendet wird. Soweit dazu. I
la 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 la